Hey, ich zeige euch heute, was die beste Taktik ist, um den Rheinwald zu bestreiten. Tatsächlich ist das eins der schwierigsten Dungeons. In diesem Dungeon erhaltet ihr am Ende Celebi. Ihr könnt allerdings keine Items, kein Geld und keine Partner mitnehmen. Das heißt, das ist echt ein bisschen tricky. Ihr müsst das perfekte Pokémon quasi von Anfang an mitnehmen, was dann auch noch auf Level 5 startet. Also alles in allem super beschissener Dungeon. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch einige Versuche gebraucht, dabei aber auch viel gelernt. Und die gelernten Sachen will ich euch jetzt in diesem Video einfach mal zeigen. Als zunächst habe ich es mit Chernobyl, meinem Starter, probiert. Und zwar war das eigentlich eine gute Wahl, da Chernobyl Harmony hatte. Und durch Harmony haben sich während des Dungeons viele Partner angeschlossen. Und Chernobyl hat auch nicht gerade langsam gelevelt. Das heißt, ich war relativ früh, relativ hoch und hatte immer Partner auf dem passenden Level von der Ebene dabei. Also das Level steigt ja von den gegnerischen Pokémon pro Ebene. Und je höher ihr seid, desto schwieriger werden die Pokémon. Aber wenn sich die hohen Pokémon auch relativ schnell anschließen, ist das natürlich sehr positiv für den Kampf gegen andere gegnerische Pokémon. Allerdings kann da auch echt jede Kleinigkeit in dem Dungeon entscheidend sein, weswegen ihr dann verkackt. Ihr könnt eingefroren werden und könnt nichts mehr machen. Kriegt zwei Schläge, habt keinen Belebersamen, seid tot. Also das geht halt echt extrem schnell. Deswegen mit Chernobyl habe ich es auch nicht geschafft. Aber auch eher aus einem blöden Zufall. An sich war Chernobyl aber eine gute Wahl. Was auch eine gute Wahl war, war Mew. Mew kann nämlich fast jede Attacke lernen. Und dadurch kannst du relativ am Anfang, wenn du TMs findest, Mew das beibringen. Und hast dann relativ schnell gute Attacken. Ich hatte das Glück, habe relativ am Anfang Blizzard gefunden, was eine Raumattacke ist. Und konnte so durchmarschieren. Und bin auch mit Mew am Ende, naja, was heißt am Ende, irgendwo bei Ebene 50 oder so, durch einen dummen Zufall gestorben. Mew hatte außerdem noch das Talent EP-Schub, wodurch Mew auch einfach schneller gelevelt hat. Im Endeffekt geschafft habe ich es allerdings mit Kokowai. Kokowai hat nämlich das Talent Serientreffer-Garantie und hat bereits von Anfang an die Attacke Staccato. Das ist super in Kombination mit Serientreffer-Garantie, weil so trifft die Attacke immer und ihr könnt auch mehrfach einfach angreifen, also mehrfach Schaden machen. Außerdem, wenn in dem Dungeon Sonne herrscht, wird auch noch Chlorophyll aktiviert, wodurch auch nochmal doppelt angegriffen wird. Also alles in allem war das halt eine tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Wahl von Anfang an. Und ich hatte ein bisschen Glück, dass ich auch noch die TM Sonntag gefunden habe, wodurch ich auch Sonne heraufbeschwören konnte und dann sowieso doppelt angreifen konnte. Außerdem hatte ich ab Ebene 50 Quirtle. Quirtle hat die Fähigkeit Dürre und die Fähigkeit Dürre bewirkt, dass halt auf jeder neuen Ebene Sonne herrscht. Das war super praktisch. Deswegen Quirtle, bester Mann. Und ja, wenn ihr die Pokémon nicht mit den passenden Talenten habt, farmt die. Also guckt, in welchem Dungeon Kokowai vorhanden ist. Schaut, wo ihr das kriegen könnt. Und wenn ihr eins habt, das keine Serientreffergarantie hat, macht das so, dass ihr DX-Gummis, Regenbogen-Gummis, alles da reinpfeift, um dann halt wirklich das passende Talent für den Dungeon zu haben. Es ist super, super wichtig, dass Pokémon das passende Talent hat, weil das ist quasi das Einzige, was die Pokémon mitnehmen können. Genauso wie eben die Fähigkeit. Also Fähigkeiten und Talente sind super wichtig in diesem Dungeon. Wenn ihr das Ganze geschafft habt, schließt sich dann am Ende Celebi ganz ohne Kampf an. Und das ganz Besondere daran ist, wenn ihr Celebi habt, könnt ihr auch in den Rätselhäusern, die ihr mit Einladungen, die ihr im Kecleon-Laden kaufen könnt, betreten könnt, könnt ihr auch Shiny Celebi bekommen. Das ist tatsächlich auch in dem ersten Dungeon, den ich danach besucht habe, passiert. Ich hatte ein Rätselhaus, ich hatte eine Einladung dabei und Shiny Celebi. Die Werte von Shiny Celebi habe ich euch im Hintergrund auch nochmal eingeblendet. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Tipps zum Rheinwald braucht, schreibt mir auch gerne eure Probleme in den Kommentaren. Dann versuche ich euch zu helfen. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!